lass uns mal eine Runde laufen. Vielleicht nehmen wir mal die Fäuste einfach in die Hand und schauen, ob wir damit besser sind. Ja, ich hoffe einfach, dass die Tonqualität auch gut ist, weil ich jetzt rein mit dem einen Programm aufnehme. Was natürlich die Tonqualität nicht wirklich verbessert, weil ich habe immer das mit zwei Aufnahmeprogrammen gleichzeitig gemacht. Was ist der denn gerade noch? Tarp. This can be used in crafting. Tu mir mal droppen. Wo ist hier denn? Was drin? Was mir ganz geil gefällt. Das nehmen wir erstmal jetzt hier die Rounds. 9 mm bedeutet eigentlich, dass ich für die Knarre jetzt hier eine Waffe. Habe ich für die? Aber für die habe ich eine Knarre. Jawoll! Kugel. Okay, ich fühle mich jetzt schon sicherer. Aber wie man bemerkt hat, auf den Wagen könnte auch was drauf liegen. Wie hier zum Beispiel die fucking Machete. Bulk 750, this can be used or weapon, as a weapon or for crafting. Ich nehme jetzt mal auf gut. Ich nehme jetzt mal die Machete. Einfach nur in meinem Glauben, dass die besser ist. Weil es ein fucking eigentlich so fast wie ein Schwert ist und das andere eine Axt ist und damit wir eine längere Klinge haben. Das ist einfach mein Gedankenzug. Ich hoffe einfach, dass das so richtig ist. Ich finde es auch schön, dass das Spiel nicht so wirklich viel FPS zieht. Das ist, die Waffe hat ein geiles Kim und Korn auf jeden Fall. Nehmen wir mal die Machete in die Hand. Schaut okay aus. Frag mich gerade, ob es jetzt gerade Nacht wird oder ob es Tag ist. So eine Sache, die gerade in meinem Kopf rumschwirrt. Je nachdem müssen wir halt. Da ist wieder ein Schild. Schilder auf jeden Fall immer beachten. Da oben ist was. Ich sehe da oben was. Entweder ist es ein Baum oder ich bin psychisch krank schon. Obwohl psychisch krank war ich schon die ganze Zeit. Das ist North. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe falsch herum. Ich habe das blöde Gefühl, ich laufe falsch herum. Mach ich den dann nehmen? Ich höre einen fucking Wolf. Das finde ich nicht cool. Ja. Bin ich gespannt. Hier wird jetzt eine halbe Stunde. Ich bin auf Battle Royale vor allem gespannt. Vor allem mit meinen Schießkünsten. Wer mich kennt, der weiß, dass ich überhaupt nicht schießen kann. Dass wenn ich schieße, dass die Welt eher, sich um die eigene Achse dreht und sich so ein Facepalm gibt, dass es nicht schlimmer geht. Ich hoffe einfach, dass ich eine gute Waffe kriege und die voll automatisch ist. Und so spreadet, dass ich einfach alles treffe. Also ich bin nach Süden unterwegs. Ich bin in die falsche Richtung unterwegs, kann es sein? South. Da vorne stand North. Fuck the shit, wir schauen, was da vorne ist. Da vorne ist was. Und dann drehen wir um. Weil wenn es dann hier weitergeht, geht es hier eigentlich nur noch zum Tunnel, der halt versperrt ist. Auf Nachtattacke. Und ehrlich gesagt habe ich null Plan davon. Jetzt bin ich gespannt, wie. Nee! Weißt du was? Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen! Der hat mich nicht gesehen, das ist schön. So, willkommen in der Hölle. Welcome in Hell. Hat er sich dann was geladen? Search Wreck Truck. Der hat wieder diese Tarp. Was immer dieses Tarp ist. Search Cabin. Man kann dieses Gefühl, wenn man so ein Spiel spielt, irgendwie
wenn man so richtig emotional mit... Was ist das? Ein Emerging Rank Radio. Kann man das benutzen? Wo ist das vor allem jetzt? Das ist doch gerade aufge... Hä? Was habe ich mit dem Ding gemacht? Wir werden auch gleich mal so eine Kiste öffnen. Die werde ich aber eher gegen Ende dieses Teils von dem Let's Play, das ich heute aufnehme, machen. Weil ich einfach damit euch bis zum Ende ein bisschen dran halten will. Weißt schon, wie so Cliff. Es gibt ja diese ganzen Cliffhanger und alles. Und das ist halt so ein. Du musst, wenn du es sehen willst, musst du entweder vorspulen oder du bleibst einfach dran. Und ich würde es natürlich freuen, wenn ihr einfach dran bleibt und mit mir hier die Welt erforscht. Alter Scheiße. Und mir natürlich auch Tipps gibt, wie ich mit diesem Spiel hier umzugehen habe. Weil ich glaube, das wäre für mich einfach, dieses Spiel zu lernen und natürlich auch extrem spielen, auch besser, wenn ich das. Wo gibt's eigentlich hier Karren? Ich finde keinen. Was ist denn das? Enter Code? Hä? Kann ich das kaputt machen? Das dauert die Ewigkeit. Nee, danke. Das scheint schon wieder von einem Typen erbaut zu sein. Okay. Das ist eigentlich für mich gerade überhaupt nicht wohl. Und weg! Nein! Weg da! Ich stehe. Oh lol, die Machete ist gut. Die mag ich. Die Machete ist mein Freund, wer mag sich mit mir anlegen? Habt ihr gehört? Machete ist mein Freund. Kann es wieder mal Tag werden? Ich find's nicht cool. Dunkel. Mag ich nicht. Alter, und Wölfe mag ich auch nicht. Wenn es wirklich so wird wie in der Daisy. Ach, das ist eine Hütte, die jemand sich gebaut hat. Alter, leck mich doch am Arsch. Alter. Boah, gibt's hier keinen Eingang? Junge, wo ist deine Tür? Klopf, klopf. Hier ist der Weihnachtsmann. Hier ist der Weihnachtsmann. Klopf, klopf. Ich bin zu Hause. So, ich vermute mal, dass ich bei diesem Zackstopp jetzt bin oder wie das auch mal. You're not tired enough to rest. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht machen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach die Opening. Hier schön, wir setzen uns hier hin. Inventar. Und dann tun wir diese Open Crate machen. Unlock to Immersion. Also ich könnte hier solche Skins bekommen. Sozusagen, das ist Billigzeug. Das sind bestimmte Skins. Und das sind teilweise Design Rank. Und schauen wir mal. Open. Ach komm schon! Woodland. This package contains items that you can parade with a woodland ghillie suit. Better camouflage. Open. Exchange. What is an exchange? Exchange 4 items for an item the next highest rarity. Ah, okay. Und jetzt habe ich auch keine Schlüssel mehr. Was ist ein Event? Geht ein Event hier erlaubt? Battle Royale, okay. Dann tun wir dieses Ding öffnen. Apply. Okay.
Verstehe noch nicht. This will apply an alternate appearance to an item in your inventory. Right click and select apply. Ach, das ist cool. Ich kann jetzt sozusagen einfach den das übernehmen und jetzt schauen die Sachen so aus. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Okay, dann lasst uns mal weiter. Wir müssen jetzt wieder in die andere Richtung zurück. Das finde ich gerade voll scheiße. Aber was will man machen? Hier ist nichts zu holen. Dann lauf mal los. Ich will jetzt bloß keinem Wolf begegnen. Das wäre jetzt mir so ganz ne. So, dann lass uns mal in die Gegenrichtung wieder laufen. Wow, ich bin voll effektiv gewesen. Bin voll gespannt jetzt auf Battle Royale. Wir spielen ja nur noch 4 Minuten hier. Dann spielen wir Battle Royale. Da werde ich dann kurz pausieren und dann in Battle Royale rein switchen. So, und die ganzen Strommasten, die ganzen Telefon- oder Strommasten, ich weiß nicht, was in den USA ist, aber schaut doch nach Telefonmasten aus. Sind ja auch im Arsch, ja, leck mich, aber voll gut gemacht, also muss man lassen, das Spiel ist nicht schlecht. Ich schätze mal, dass es jetzt wieder 3000 Leute gibt, die auch sagen, boah, voll die Nachmache nach DayZ und so. Wenn jemand ein Spiel sich ausdenkt und sagt, boah, Zombie-Apokalypse, dann kommt jeder sofort auf DayZ Nachmache und hin und her. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es nicht wirklich wie ein DayZ nachmache. Ehrlich gesagt nicht so. DayZ, das ist viel, also das hier ist so, ich glaube, das ist so, wenn du was Simples willst, das nicht so FPS-Raum ist und auch nicht so grafisch extrem hochwertig und auch nicht so anspruchsvoll ist, nimmst du halt Z. Also das habe ich jetzt noch mal eine halbe Stunde hier rausgelernt. Es ist nicht wirklich so anspruchsvoll wie DayZ. DayZ, da musst du ja wirklich, musst du dahin laufen, musst du das suchen, dann musst du für die Can, weil hier kannst du den Can einfach so nehmen, da musst du für den Can Opener aber irgendwas finden, was mit dem du die Can aufmachen kannst, damit du den zunehmen nehmen kannst. Die kann übel werden. Also ich habe in DayZ Standalone schon so viel Zeit investiert und ich sag nur eine Sache dazu, das ist ver... Der Nebel war jetzt weg. Das war jetzt eine sehr interessante Tatsache. You have received a message. What? Wieso habe ich eine Crate received? Das ist ja eine sehr interessante Tatsache. Jetzt haben wir auch mal hier auf überall Zombies auf, das wird ja mal nicht tun. So, okay. So, zuvor tauchen die Zombies auf. Das wird immer interessanter. Ja, also AZ1 wird die nächste Zeit dann auf jeden Fall den Bereich hier übernehmen. Im Gegensatz zu Train Fever. Und bis wir dann irgendwann unsere zwei Haupt-Let's Plays neuen haben, Anno 2205 und Echo, wird es ja noch eine Weile dauern und wir haben nichts zu trinken. Fuck that shit. Ah, wir sind bei 49% noch, also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da wirklich verdursten, glaube ich. Weapon Repair Kit. Heute auch gleich mal auf mein Disney-Ding drauf. Repair. Ja, so passt doch. Ja, ich weiß, Open to. Also ich glaube, ich kann die nicht open, ne? Open Crate. Precise Key. Wie viel kostet so ein Key? 215, nee, Alpha Launch Crate Key. Der kostet 250 und dafür bräuchte ich erstmal
Tickets zum Gamebreak Cash. Würde ja so ein Skin für eine Waffe sehr interessieren. Weapon Repair Kit, was läuft hier? 1300, wie schaut's mit der Waffe aus? Die braucht man hier Repair. Tun wir einfach mal alles schnell repairen. Wir haben 9mm Rounds für eine 9mm Pistol. Blöd ist, wenn man keine 9mm hat. Das ist mal die Karte schnell. Und diese Taub, die sind da aber sehr beliebt drin in den Fernsehen. So, jetzt laufen wir mal nach oben. Ja, aber das werde ich dann bis zum nächsten Mal allein machen, bis wir zu der Stadt kommen. Ich hoffe, dieser Teil hat euch jetzt gefallen. Hier der Survival-Teil von H1Z1. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, natürlich würde ich mich auch über ein Abo freuen. Kommentiert diese Videos, was ihr allgemein von meiner neuen Tonqualität haltet, wie die Videoqualität ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher oder bei besserer Folge in Battle Royale. Bis gleich.